Ja, guten Tag Leute und willkommen zum verspäteten Test des Spiels Upshift Strike Racer. Ja, das Spiel wird von G-Potato angeboten, da kennen wir natürlich einige Spiele wie Flift zum Beispiel. Und ja, ich habe so das Gefühl gehabt schon am Anfang, als ob das Spiel nicht mehr so up to date ist, als ob das Spiel wirklich nur noch so dahin rafft. Denn wir sehen jetzt, wir haben wirklich nur einen Server zur Auswahl und das ist der Pro-Server. Wenn wir mal gucken. So, jetzt befinden wir uns ja im Server-Auswahl-Menü. Hier könnt ihr jetzt, wie oben links ihr sehen könnt, könnt ihr jetzt euer Gefährt ein bisschen drehen. Und ihr werdet am Anfang, wenn ihr euch eine Karre erstellt habt, werdet ihr ein kleines Tutorial machen. Das, da wird eben erklärt, wie man die Waffen benutzt, denn ja, es ist wieder so eine Art Mario Kart. Ja, ich vergleiche das immer gerne mit Mario Kart. Ja, ihr könnt eben die Gegner abschießen und ihr habt am Anfang, wir können ja mal gucken, gehen wir mal in meine Garage. Dort habt ihr verschiedene Sachen, zum Beispiel die Waffen könnt ihr hier equippen. Die haben natürlich gewisse Stats. So ein bisschen, also die Attack-Rate, wie lange es braucht, bis man das wieder benutzen kann, also die Reload-Rate. Und ja, es, ich habe natürlich noch nicht so viel, weil ich habe das Spiel auch nicht so doll gespielt, da ich doch eher der Abendzocker bin. Und es ist leider so, dass abends sehr wenige Server ja vorhanden sind, beziehungsweise jetzt sind auch nicht viele Server vorhanden. So, ich habe jetzt irgendwie eine Nachricht. Okay. Doch nicht. Gut. Es gibt natürlich auch den Shop, wie wir es in Spielen kennen von G-Potato, dass ihr dort was kaufen könnt. Mit den Punkten, die wir hier haben. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Rap von 9690. Da könnten wir uns jetzt natürlich einiges kaufen. Wir können uns natürlich auch noch andere Fahrzeuge kaufen, die natürlich auch verschiedene Stats haben. Also die sind dann stärker, die haben bessere Armor, die kosten natürlich auch gewaltig was. Und ihr könnt natürlich auch den Cash-Item-Shop benutzen, um dies dann schneller zu bekommen. Ja, wir werden jetzt einfach mal einen Server, oh, jetzt habe ich mich verklickt, einen Server aussuchen oder auch einen selber machen. So, ja, wie ihr sehen könnt, sind nicht gerade viele da. Wirklich, also es hält sich wirklich in Grenzen und manchmal ist das so, dass da wirklich nichts zustande kommt. Hier ist zum Beispiel gar nichts. Time Attack können wir selber machen. Also da können wir dann eine Bestzeit ja, erspielen und dann wird hier eben unser Spielername ja, angezeigt, sagen wir es mal so. Schon wieder am falschen Knopf. Naja, ist aber nicht so schlimm. Füllen wir mindestens ein bisschen die Zeit von 10 Minuten. So, ja, wir werden jetzt einfach mal ein Rennen joinen. Oh ja, ich bin, ja, die sind schon auf Rang 6 und 4. Aber das ist erstmal egal. Ready zu haken, ich bin ready. Was? Und hab eine Fehlermeldung bekommen. Oh, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, der Fehler passiert nicht nochmal, weil dann wird es nämlich schlecht, irgendwelche Aufnahmen zu machen. Oh, jetzt sind ein paar mehr Server. Ja, ich join jetzt einfach mal. Ich hatte... Oh, da sind diesmal viele. Ey, was ist das denn schon wieder? Screen has been resolved. Do the screen setting fail. Toll. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So... Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ansonsten muss ich eine andere Software benutzen, damit wir das mal hier aufnehmen können. Bisschen kurios, aber mal gucken, ob es jetzt klappen wird. Ja. Ey, Wahnsinn. Screen has been resolved. Ja. Ich werde jetzt eine andere Software benutzen. Bis gleich. So, ich benutze jetzt mein ja, Capture Movie, nennen wir es mal so, dass mein Bildschirm aufnimmt, also mein Desktop, weil irgendwie wird das alles nicht funktionieren. Also wird es ein bisschen klein, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, da werden wir jetzt einfach mal joinen. Ich hoffe, es klappt jetzt wirklich, weil, ja, ready, los, Attacke, Host. Go, go, go. Ja,
Zack, es geht los. Und es klappt diesmal. Oh, super Sache. Ja, ein bisschen verschoben. Kann ich das Bild nochmal? Nein, kann ich nicht. Also, Gas geben tut ihr mit der Pfeiltaste nach oben. Und ihr könnt die Waffen auch auswählen mit S. Und mit D schießt ihr die dann ab. Werden wir mal gucken. So, was ist denn? 3, 2, 1. Go. Ja, irgendwie ist jetzt der Sound auch... Oh Gott. Ja, über Skill braucht ihr... Ja, jetzt wird hier... So, erstmal hier paar... oh Mann, was ist denn hier los, Alter? So, erstmal ein paar Minen hinlegen. Ja, leider ist irgendwie der Sound jetzt nicht so richtig, aber das macht, glaube ich, jetzt auch nichts. Ja, der Grafikstil, kann man schon mal sagen, ist wirklich sehr mager, auf alle Fälle. Warte mal, irgendwo kann man hier noch Boost, ja, mit Shift. Uiuiuiuiuiuiui. Was geht hier? Oh, was geht hier ab? So. So, liegen wir noch eine Mine, damit das besser ist. Und jetzt werden wir diesen Typen... Nein, jetzt wurde ich... totgeschossen. Ja, du. Komm mal her, ja. Eieiei. Boah, beinahe meine eigene Mine noch. Ja, Spielspaß ist ein bisschen vorhanden, aber es ist eben. Jetzt geht's ab. Aber es ist eben wegen der geringen Spieleranzahl. Ich hoffe, vielleicht bessert sich das noch mittags oder nachmittags. Ich weiß es nicht. Also, es ist gerade mal, glaube ich, 22:30 oder so. Aber dass wir überhaupt jetzt schon ein paar Spieler gefunden haben, finde ich zum Beispiel sehr gut. Wie sind meine Reifen weg oder was? Nein. Oh, wir sind Fünfter. Sind wir doch gar nicht mal so schlecht. Weg. Ja, aber ansonsten, ich glaube, es wird sich um das Spiel nicht mehr so gekümmert, denn wenn man den Client startet, habt ihr eine News von 2000... Ja. Takedown, ja. Von 2009 habt ihr eine News. Ja, jetzt bin ich sogar Letzter. Aber das ist ja... Nee, vorletzter. Oh ja, oh, schieß mich. Komm mal her, du Bastard. Ja, werden wir das jetzt noch irgendwie hinbekommen? Ich weiß ja nicht, wie viele Runden er jetzt einge... Ach so, 3 von 4 Runden. Ja, zu dem Thema, es wird sich nicht mehr darum gekümmert. Ja, wenn ihr den Kleinen chartet, habt ihr eine News von 2009 und das hatte ich schon bei manchen Spielen. Und das ist ein bisschen, makaber, finde ich, denn wenn man wirklich so ein Spiel macht und G-Potato verdient, glaube ich, eine Menge Geld schon nur durch Fliff, und da könnten sie dann eben so ein Nischenspiel oder ja, Race is over, naja, haben wir leider verloren, ist auch nicht so schlimm. Ja, mehr will ich euch auch nicht zeigen von diesem Spiel. Jetzt bekommen wir dann noch gewisse Reputation. Reputation, glaube ich, ist, heißt das. Oder eben Rap-Punkte. Ja, und das war's denn. Jetzt haben wir noch eine Nachricht und... Wir haben keine Nachricht. Doch, wir haben eine Nachricht. Ja, gut, okay. Das ist auch nicht weiter. Ja, das Spiel bekommt von mir eine 5, weil es ist wirklich... Ja, es ist nichts Tolles, also das Spiel ist wirklich sehr, ich glaube, es wurde zu schnell gemacht, das Spiel, also da ist, wie soll man sagen, es ist einfach nur unfertig, also der Grafikstil ist wirklich zum Brechen auf alle Fälle, die Texturen, und es ist wirklich alles so fein gestellt bei mir, ja, und, ja, vielleicht macht Spaß mit 6 Leuten, wie wir es gerade hatten, aber um das wirklich mal immer zu haben, diese 6 Leute, müsst ihr wirklich wahnsinnig Glück haben, denn ich habe es wirklich einige Zeit gespielt, ja. Ich bin immer noch Rang 1, manche werden sagen, musst du mal wieder ein bisschen höher spielen, und nee, also es war auch keine Motivation da, es waren noch keine Server und Spieler da. Ich glaube, es gibt nur noch die Veteranen, die da zocken, oder welche, die sich da downloaden, in Rennspiel und da gleich wieder deinstallieren. Denn ich denke mal, so ist Abschifft, so ein Spiel ist es einfach. Und ja, es bekommt von mir eine 5, wie schon gesagt. Es lohnt sich nicht, es gibt da lustige Rennspiele auf alle Fälle, die mit Abschied sind. Es sind, ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, aber da spiele ich dann lieber Tales Runner. Das ist auf alle Fälle lustiger, auch wenn es einen Anime-Touch hat. Aber Leute... Das Spiel braucht ihr euch nicht saugen. Ja, in dem Sinne, euer Zuhaken an alle Hater. Ja,
macht eure Kommentare und ja, in dem Sinne, euer Zuhaken. Ciao.